Ein ausgelassener Abend unter Freunden, mittendrin die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin. Es wird getrunken, gesungen und getanzt und angeblich gekokst. So bezeichnen sich die Gefilmten selber als die Mehlbande. Mehl gleich weißes Pulver gleich Kokain. Marin bestreitet die Vorwürfe. Diese Videos sind privat und wurden in einem privaten Raum gefilmt. Ich ärgere mich, dass sie der Öffentlichkeit bekannt wurden. Ich habe eine Nacht mit meinen Freunden verbracht. Wir haben einfach ausgelassen gefeiert. Bereits vor Auftauchen des Videos war Marin wegen in ihrem Amtssitz abgehaltener Partys unter Beschuss geraten. Vergangenen Dezember war zudem bekannt geworden, dass sie eine Nacht lang durchgetanzt hatte, obwohl sie Kontakt mit einer Corona-positiven Person hatte. Doch auch jetzt, nach den Kokainvorwürfen, ihre Partei steht hinter ihr. Ich sehe kein großes Problem darin, dass sie bei einer privaten Veranstaltung mit Freunden tanzt, so Antti Lindtman, Fraktionsvorsitzender der finnischen Sozialdemokraten. Marin ist die jüngste Ministerpräsidentin in der Geschichte Finnlands. Bei ihrem Amtsantritt 2019 war sie mit 34 Jahren sogar die jüngste Regierungschefin der Welt. Kritikern, ihr junger Lebensstil sei einer Ministerpräsidentin eventuell nicht angemessen, machte sie schon damals eine Ansage. Ich repräsentiere die jüngere Generation, aber ich bin auch ein Individuum, eine Person, eine echte Person, auch wenn ich Premierministerin bin. Ich werde also mein Verhalten nicht ändern. Natürlich muss ich vorsichtig sein mit dem, was ich sage, weil es als Meinung der gesamten Regierung dargestellt werden kann. Aber ich bin immer noch eine Person und werde es auch in Zukunft sein. Forderungen, sie solle sich einem freiwilligen Drogentest unterziehen, hat Marin inzwischen zugestimmt. Sie habe keine Drogen genommen und habe daher auch kein Problem damit, so die 36-Jährige.